Hallo Leute! Willkommen bei Brandy. Published by Square Humor. Squaresoft. Na, wer kann sich denken, was das für ein Let's Play wird? Es ist auf jeden Fall ein Let's Play mit der epischsten Musik, die ich kenne. Mit den besten Charakteren, die ich kenne. Und es ist ein uraltes Let's Play. Es ist ein Let's Play, welches in Europe um die 2000-Wende rauskam. Alexandria. Wer hätte es anders erwartet? Final Fantasy 9. Jo, Leute. Endlich geht's los. Ich konnte kaum erwarten. Endlich geht's los. Ich will gar nicht so lang fackeln, es geht direkt los. Ich denke mal, es kommt, ich erkläre euch gleich alles zu dem Spiel und zu meinem Werdegang mit diesem Spiel und alles, nachdem wir die Steuerung ergriffen haben. Also, kein Stress. Art Director Hideo Minaba. Image Illustration Yoshitaka Amano. Aber jetzt bin ich mal still. Ganz schön dunkel hier. Noch keiner hier? Jetzt sind wir in der Haut eines blonden Jungen mit einem Schwanz hinten dran. Also ziemlich strange, aber er hat einen Schwanz. Die Kerzen in der Mitte des Raumes anzünden. Werden wir gleich tun, nachdem wir uns zwei Sachen geholt haben. Und zwar zum einen hier 47 Gil und zum anderen die Portion. Des Weiteren befindet sich nichts mehr in diesem Raum. Ja, das werden wir tun. Kerzen anzünden. Nicht anzünden.
Anzünden. Nee, habe ich noch keine Lust. Natürlich anzünden. Wer ist denn da? Ich bin's. Also ich werde den Namen der Charaktere nicht verändern. Aus dem einfachen Grund, falls jemand dazuschalten sollte, was ich nicht glaube bei meinen View-Zahlen, die ich bis jetzt habe auf meinen Videos, was ich ziemlich schade finde. Aber was ich nicht glaube, werden wir die Charaktere alle so lassen, wie sie heißen. Einfach aus dem Grund, dass wenn Leute neu einschalten oder mittendrin irgendwas mal sehen, dass sie einfach wissen, um wen es sich handelt, um was es geht und damit sie nicht sofort umdenken müssen. Okay? Also, Zidane heißt Zidane. Ich bin's, Zidane. Jetzt kommen sie raus. Hopp. Ganz schön spät, Mann. Entschuldigung, übrigens, ist der Chef schon da? No, noch nicht, hat sie fix. Oh, man. Das ist peinlich. Ein Dragon Head. Und gleich unser erster Kampf. Tja, mit uns wird nicht gespart, oder wie hier. Direkt ins Getümmel. Oh, man. Was haben wir denn hier? Okay, wir werden als allererstes mal... Also ihr seht hier, es ist ziemlich alt. Sinner hat es gleich erwischt. Kann man auch machen. Potion geklaut, Diebstahl fehlgeschlagen. Diebstahl anscheinend wieder fehlgeschlagen. Okay. Ja, wir brauchen erstmal alle Materialien, bevor wir großartig kämpfen werden. Diebstahl fehlgeschlagen, Diebstahl fehlgeschlagen. Diebstahl fehlgeschlagen. Ja, das pisst mich jetzt schon an. Aber Sinner, da liegt er einfach schon nach einem Angriff flach. Autsch. Fällt er voll auf die Schnauze, ey. Nee, also, das ist gerade ziemlich lächerlich. Muss ich ehrlich sagen. Von daher, nee, also, mein Werdegang mit dem Spiel ist ein ziemlich armreif. Fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen. Ein ziemlich langer. Also ich habe gespielt, da war ich 10. Das heißt, das war im Jahre... Boah, damn. Jetzt ist es schon 13 Jahre her und ich bin 19. Also war ich 6. Ungefähr. Ach Quatsch, was. Oh, was ich. Oh man. Vor 9 Jahren. So, jetzt so. Entschuldigung. Oh man, das war erstmal voll verrechnet in meinen Augen. Erstmal schön. Aber das funktioniert. Nee, Quatsch. Und ich habe das Spiel so weit gespielt bis hin zur CD4. Also für die, die es nicht wissen, die alten Titel auf der PS1 besitzen alle noch 4 CDs, beziehungsweise, ja doch, die mal eigentlich müssten alle 4 CDs besitzen, weil die Story ja unendlich lang ist in Final Fantasy, so wie ihr sie kennt. Ja, ich bin bis zur CD4 gekommen, Silent Queen entdeckt. Dann können wir jetzt ein Habenix. Das heißt, wir können jetzt zack unseren Gegner die Hölle heiß machen. Wir haben also jetzt quasi ein Armreif, eine Potion, ein Schwertlein und ja, bekommen. Aber jetzt beenden wir jetzt erstmal den Kampf. Würde ich einfach mal behaupten. Okay, jetzt müsste es dann langsam in Richtung... nimm das. Ende gehen. Jedenfalls, ich bin bis zur CD4 gekommen und... Hä? Wow, mein Schädel! Übertreibt's mal nicht. Oh, oh, Kopfschmerzen. Naja. So, da wir jetzt rausgefunden haben. Ja. Habt ihr inzwischen sogar was drauf? Gut. Dann machen wir jetzt mal die Besprechung. Pff,
vollkommen aufgetreten, die Tür. Wofür hat man einen Türknopf? Natürlich, um die Tür aufzutreten. So. Wie ihr seht, ist das nicht vertont. Also muss ich alles vorlesen. Gehen wir also nochmal den Plan durch. Unser Einsatz führt uns diesmal in das Königreich Alexandria. Und dort werden wir die allseits bekannte und gefürchtete Tantalus-Bande und die Prinzessin Garnet schnappen. Jawohl. Gut, und jetzt red ich sie fix. Der Zinner. Bald kommt unser Schiff in Alexandria an, das, wo wir jetzt gerade drinnen sind. Sie fix. Ja, was du nicht sagst. Wenn unser uns okay ist, lasst mir uns nichts anmerken, okay? Und spielen das in Alexandria sakrisch blieb der. Boah, scheiße, ey. Deine Taube möchte ich sein, Zifix. Markus spielt die Hauptrollen. Markus, Zifix. Werd mein Bestes geben und so. Aber die Hauptrolle bei der Entführung spielen sie dann und Blank und so. In der Pause starte ich dann ein kleines Ablenkungsmanöver mit Hilfe dieser Viecher hier. Weiß zwar nicht, warum ich mal wieder die Drecksarbeit machen muss. Aber was soll's, ich krieg das schon gebacken. Gut, und dann kommt auch schon dein Auftritt, Sidan. Ich krall mir dann Königin Brane oder Prinzessin Garnet, oder? Naja, wir wollen jetzt mal richtig antworten, also Prinzessin. Genau, du schnappst dir dann Alexandrias kleines Juwel, die von allen geliebte und bewunderte Prinzessin Garnet. Ziemlich clever der Plan, ziemlich clever. Jetzt ist wieder eine kleine Zwischensequenz. Ich sollte eigentlich mal die Schnauze halten. Aber da eh noch nicht so viel vertont ist, kann man ja quatschen. Dieser süße kleine Mann wird einer unserer Teammember. Sein Name ist noch unbekannt, aber ein süßer kleiner Mann. Und ich muss sagen, tut mir leid, wenn das gerade Spoiler war, dass das mein absoluter Lieblingsmember des Teams sein wird. Das heißt, er wird niemals im Leben, nicht mal in 25.628.000 Jahren aus dem Team entfernt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt, der hier genannt werden muss, ist Final Fantasy 9, so wie es gerade eingeblendet wird. Das war ich, wollte nur ich sagen. Quatsch, ist einfach, dass die Parts aus zeitlichen Gründen einfach 15 Minuten lang werden, sein werden. Und ja, conceived and produced by Hironosobu Shinotsugi, bla bla bla. Kann man eh nicht lesen, diese japanischen Names. Ja. Apropos. Jetzt müsste eigentlich schon die Szene kommen, wo wir Vivi spielen. Erstmal stolpern und sein Burgstadt Alexandria. Geht's dir gut? Hier, dein Ticket. Danke. Mach's gut. In diesem Fall werden wir jetzt schon mal einen kleinen Cut machen, Leute. Autsch! Pass auf, wo du hinlatscht! Aber du hast mich doch gerade... Egal. Ich werde jetzt für 5 Sekunden den Startbildschirm öffnen. Und wir werden immer 20 Minuten Parts ab jetzt machen. Das heißt, 20 Minuten Parts ab jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Chosen.